Die Arena ist bereit für die spektakulärste Rennserie des Kontinents. Audi gewinnt die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Auch im internationalen Vergleich das dichtest besetzte, populärste und hochkarätigste Championat seiner Art. 10 Jahre nach der Revolution des Quattro-Prinzips wird der Sieg einer Idee neuerlich gefeiert. Auf ungewohntem Umfeld, unter neuen Bedingungen, vor den renommiertesten Gegnern. Erst aus Revolution und Tradition kommt die kreative Spannung, die uns weiterbringt. Hans-Joachim Stuck führt den Auto-Union-Rennwagen von 1934 vor, mit dem schon sein Vater siegte. Und dieser lange Atem im Sportleben bescherte Audi auch 4 Rallye-Weltmeistertitel. Danach die Siege in den amerikanischen Trans Am und IMSA-Serien. Nach den 2 amerikanischen Rennjahren warten neue Aufgaben auf Striezel Stuck und Walter Röhrl vor der Haustür. Sie sind deswegen nicht leichter. Die ausgewachsene Limousine Audi V8 betritt als Neuling eine Rennszenerie, in der die Gegner bereits solid verankert sind. V8 ist eine gute Zahl zusammen mit den 420 PS, die dahinter stehen. Und die, die darauf setzen, führen eine kompetente Crew. Herwart Kreiner und Hans Novak, das Führungsduo von Audi Sport. Cheftechniker Dieter Basche und der Chef des Rennstalls Konrad Schmidt. Sie alle treffen auf hochwertigste Konkurrenz aus feinen Häusern, die sich zum Großteil schon in der 2. Evolutionsstufe befindet, wofür die mächtigen Flügel als Wahrzeichen stehen. Der Bewerb, um den es geht, bringt seriennahen Motorsport bei hoher Einfühlung des normalen Autofahrers in sein Produkt. Und da sich mit Audi, BMW, Mercedes und Opel 4 Weltspitzenmarken darin engagieren, gibt es ein fantastisches Wettbewerbsniveau mit einer ganz selten erlebten atmosphärischen Dichte. Es ist eine sehr offene und internationale Gesellschaft, die sich hier trifft. Offen für das Antreten der Jungen gegen die Altgedienten, der Aufsteiger gegen die Etablierten, der Platzhirsche gegen die Auswärtigen. Dies ergibt einen ganz eigenen Reiz der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Überraschungen sind nicht nur möglich, sondern wünschenswert. Bloß keine Zementierung altbekannter Hierarchien. Was nichts daran ändert, dass die populärste Figur der deutschen Rennszene mit dem üblichen, klaren Auftrag der bayerischen Fangemeinde loszieht.
Und aus all diesen gut gemischten Karten ergeben sich Szenen voll Musikalität und Leichtigkeit der Darbietung. Der alte Nürburgring ist noch immer die liebste Pilgerstätte einer großen, treuen Schar von Liebhabern und Wissenden. Da läuft nichts mit hastigem Nervenkitzel. Stattdessen kultivieren jene, die etwas davon verstehen, den Aufbau der Emotionen bis zum vollendeten Kunstgenuss. Es ist eine Art von praktizierender Liebe nicht nur zum Motorsport, sondern auch zu diesem Landstrich und dem Ring, der ihn berühmt gemacht hat. Und als kleine Verneigung vor dieser Kultstätte des Motorsports laden wir Sie ein, an einem ganz raren Ereignis teilzunehmen. Für Sie aufgezeichnet zu einer Stunde, da alles passte. Die Stimmung, das Licht, der Mann und die Maschine und die Musik in der Eifel. Eine Qualifikationsrunde als Trip durch den Grenzbereich. Erleben Sie den Nürburgring und seinen Meister. Hans Stuck auf Audi V8 Quattro. Und jetzt Berlin. In einer Zeit wie nie zuvor. Musik.
Auf der legendären Avus finden der 5. und 6. Lauf der Meisterschaft statt. Und so wie der Nürburgring hat auch die Avus ihr eigenes Bild vom Rennsport, wenn der Hornissenschwarm die lange Gerade inhaliert. Die Serie der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft besteht aus 11 Renntagen zu je 2 Läufen. Und weil da muntere Abwechslung herrscht zwischen permanenten Rennstrecken, Flugplatzrennen und Stadtkursen, ergeben sich sehr vielseitige Anforderungen an Autos und Fahrer. Man sollte Spezialist sein, am besten aber Spezialist für alles. Für das junge Audi-Team ist dies alles Neuland. Bei höchst freundlicher Begrüßung seitens der Zuschauer, deren Zahlen in diesem Jahr der Spitzenbesetzung alle Rekorde brechen. Audi hatte schon bei den Eröffnungsrennen in Solda und Hockenheim gute Figur gemacht und kommt jetzt zur Sache. Nach den Audi-Doppelsiegen von Berlin und Wunstorf herrscht Aufregung in der Szene. Und die allerhellste Freude bei jenem Sportler, der nicht nur für seine Siege bekannt ist, sondern auch für die Art, wie er sie zu feiern versteht. Keiner siegt so froh wie Hans-Joachim Stock. Das Gewinnen nach 2 Jahrzehnten mit Siegen von Daytona bis Le Mans überhaupt noch so viel Spaß machen? Sicher, weil das einfach die Summe aus Konsequenz, aus Strategie, aus Fleiß ist. Und wenn ich diese Freude nicht hätte und die Motivation, dann würde ich auch keine Rennen fahren. Und genauso wie ich mich freuen kann, ich mich auch ärgern. Das können Sie am besten beurteilen. Und das macht mich aus. Und wenn ich diese Freude, die Motivation und den Spaß bei der Sache nicht mehr habe, dann bleibe ich lieber daheim. Fast daheim. Das ist Nürnberg. Tausend Zuschauer, der Rekord des Jahres, folgen dem Ruf zum bayerischen Grand Prix auf dem Norrisring. Darunter auch über 3000 begeisterte Audi-Mitarbeiter. Bis jetzt hatte Stuck die Audi-Punkte allein gesammelt. Und ein kongenialer Partner hat sich bis dahin im Hintergrund auf die Entwicklungs- und Testarbeit konzentriert. Nun steigt auch der immens populäre frühere Rallye-Weltmeister Walter Röhrl in die Action ein. Damit wird der Audi-Auftritt in der Meisterschaft noch attraktiver. Und die beiden alten Freunde, die trotz ihrer Verschiedenartigkeit so gut miteinander können, bereichern das Bild der Rennserie mit allen Finessen eines Teamworks, das keine raffinierten Absprachen und Manöver braucht, sondern sich auf selbstverständliche Weise ergibt.
Grundsätzlich sieht Röhrl seine Rolle in der Meisterschaft als die eines treuen Leutnants für den nach Punkten hervorragend liegenden Stock. Reagieren auf die neue Front, die sich durch die starken Audi-Auftritte ergeben hat. BMW engagiert den italienischen DTM-Vorjahressieger Roberto Ravaglia, der prompt einen der beiden Norris-Ringläufe gewinnt. Den anderen holt sich Stritzelstuck, der damit sensationell auch die Führung in der Meisterschaft übernimmt. Die Folge dieses Sieges und der Führung in der Meisterschaft ist aber auch ein Gewichtspenale, das Audi nun von der Sportbehörde erhält. Es ist, sagt Stuck, als täten sie uns einen Riesenkessel Weißwürst ins Auto stellen. Das Austarieren von Überlegenheit durch Gewichtszulage ist ein amerikanischer Brauch, um Rennserien das ganze Jahr über spannend zu halten. Mittlerweile gehört der Brauch auch zu den Erfolgsspielregeln der deutschen Tourenwagenmeisterschaft und jedes betroffene Team muss damit leben lernen. Für die führenden Teams beginnt damit eine neue Entwicklungsphase. Der Dialog der Techniker mit den Praktikern. Wieder einmal geht Audi Sport durch die subtilen Phasen der Grenzbereicherforschung auf der Suche nach mehr Leistung, optimalem Handling und einer neuen Harmonie in einem Auto, das 80 Kilo mehr wiegt, als es normal wiegen würde. Das sind die mageren Wochen dieses Sommers. Nur ein einziger Punkt aus 4 Rennen. Walter Röhrls Sieg am Nürburgring kann aber immerhin als Trendwende verstanden werden und als Symbol für eine rechnerisch noch bestehende Chance auf den Gesamtsieg. Und diese Entscheidung, Höhepunkt und Finale der Rennserie, fällt auf dem Hockenheimring. Für diesen ganz außerordentlichen Anlass, der 70.000 Fans auf die Beine bringt, rüstet jedes Team noch einmal auf und verpflichtet Gastfahrer, um etwaige Stallregie wirkungsvoller umsetzen zu können. 4 Fahrer, 3 Marken reisen mit berechtigten Chancen auf den Meistertitel an. Audi hat neben Stuck und Röhrl als Verstärkung Frank Jedinski verpflichtet. Und sie machen das Match. Hans-Joachim Stuck auf Audi V8, der führende Johnny Cecotto auf BMW, Kurt Thiem auf Mercedes und Steve Soper auf BMW. Und
tauchen wir ein in die Spannung, wie sie eine glückliche Regie dem allerletzten Renntag einer langen und aufregenden Serie vorbehalten hat. Die tolle Menschenkulisse ist Teil dieser Atmosphäre, die sich nirgendwo stärker verdichten könnte als im Motodrom von Hockenheim. Noch einmal das Aufeinandertreffen von BMW, Mercedes, Opel und Audi mit den besten Fahrern, die sie kriegen konnten. Noch einmal die Polarisierung auch auf der technischen Seite. Das Quattro-Konzept gegen konventionellen Antrieb. Es ist gut zu wissen, dass der Mann, der für das Team da draußen um die Meisterschaft kämpft, Hans Stuck heißt. Und es ist ein wärmender Gedanke, einen Walter Röhrl als Rückendeckung zu haben. Und den ebenfalls unheimlich stark fahrenden Jelinski. Und so baut sich ein Tag auf, den die 70.000 am Hockenheimring nicht so bald vergessen werden. Und wir schon gar nicht. Und am Ende kommt das spektakulärste Ergebnis raus, das sich überhaupt denken lässt. Audi fährt in beiden Läufen mit den drei Autos auf die Plätze 1, 2, 3. Jeweils Stuck als Sieger, flankiert von seinen Freunden. Das Motodrom steht Kopf. Striezel auf Audi V8 Quattro ist deutscher Meister. Welch ein Außenseiter-Tipp zu Beginn der Meisterschaft. Audi V8 steht für das Auto, dem sie nicht davonfahren konnten. Quattro steht immer wieder für den Sieg einer Idee. Und Hans-Joachim Stuck ist unser Champion. Wir backen keine kleinen Striezel.